Mirage. Und am Ende haben wir Train. Also mal gucken, ob man hier vielleicht so ein bisschen die Streak contesten kann. Die beste Map hat man ihnen schon abgenommen. Der Cashbun ist natürlich schlecht für 3D Max, weil es einfach ihre beste Map ist. Und dann kann Astralis einfach Nuke picken. Da bin ich mal gespannt drauf. 3D Max hat gar nicht so schlechte Statistiken auf Nuke. Mal gucken, vielleicht ist da ja ein Sieg drin. Aber gegen Astralis wird es schwer. X3D Max hat hier echt einen harten Knochen als Startpartie bekommen. Und für Sipex und Astralis geht es erstmal mit sehr guten Granaten. Und zwar in das Duell Richtung B. So, ganz kann man sie hier nicht aufhalten. Dann kommen die Schüsse rein und die Headshots fliegen. Die fliegen hier ordentlich rein. Was 3D Max hier gerade abgeliefert hat, ist Astralis auseinandernehmen auf dem B-Spot. Trotz guten Granaten, trotz gutem Utility Damage, den man ja auch von Astralis gewöhnt ist, kann es 3D Max hier echt schaffen, die Runde zu holen. Ja, das war stark. Das war stark. Einfach umgeschossen. So, auch ein sehr interessantes Line-Up. Mit Hachi, mit Maka, mit Logan, mit Jinx und mit David P., nachdem ja die Leistungsträger Lucky und Jax weggekauft wurden. Tja, und das ist noch was über ist vom X3D Max Team. Damit hier das 1:0. Also, man kann direkt zeigen, okay, wir können zurückschießen. Guck mal, es gibt auch keinen Trick. Guck mal, er trägt ein BVB-Trikot. Meinst du, es ist ein BVB-Trikot? Oder bin ich jetzt doof? Oder bin ich blind? Läuft auf jeden Fall. Also, selbst da haben wir Fans aus aller Welt für den BVB. Großartig. So, 1:0. Läuft auf jeden Fall. Ole, BVB. Mit dem Trikot kannst du verlieren. Ach Quark, mit dem Trikot kann man bestimmt nur gewinnen. Deutscher Fußball geht ja immer. Kappa. So, Astralis muss sich hier zurückziehen. Hachi. Kann dir direkt noch einen draufsetzen. Dupree in einer sehr günstigen Situation, da vielleicht noch einen Kill zu setzen. Nö. Hier wird das nichts mehr. Sipex an der Scout. So, dann ist es David P. Ja, der auch schon das ein oder andere Mal in der deutschen Szene unterwegs war. Auch schon sehr oft bei diversen Lineups ausgeholfen hat, aufgelaufen ist. Der spielt hier bei 3D Max jetzt seit oder bei X3D Max seit neuestem. Ja, why not, ne? Hat ja mal bei Penta gespielt. Um euch da mal kurz die Übersicht zu geben, welche Teams das waren. Penta, da hat er 2016 in Deutschland sein Debüt gehabt. Ansonsten ist öfter mal irgendwo ausgeholfen. Ja, also kein Unbekannter. So, für Astralis gibt es nochmal eine Full Eco. So, Stack Richtung kurz. Schneller pusht in den Rücken. Einer lenkt ab, der Rest geht auf A. Jo, und dann fährt man hier einfach drüber. Kein Vorteil für Astralis. Da nochmal ein Kill. So, Astralis muss aber so ein bisschen die Niederlagen abschütteln von der Blast, wo man sich nicht wirklich sehr gut präsentiert hat. Mal gucken, vielleicht wird die Winstreak gebrochen von Astralis. In den letzten 3 Monaten, meine Freunde, Astralis hat eine 100%ige Winrate auf Inferno, Nuke und Train. Overpass haben sie 2-mal verloren. Und das 2 haben sie auch 2-mal verloren. Mirage hatten sie, glaube ich, sogar 2-mal gewonnen. Da müsste ich jetzt gerade nochmal nachgucken. Ne, einmal verloren, einmal gewonnen. Einmal verloren gegen die Renegades, einmal gewonnen gegen NIP. Und ansonsten Cash spielt man nicht. Der Klassiker. Also für Astralis sind die Statistiken natürlich komplett auf ihrer Seite. Ja, trotzdem. Ein gutes Team oder eine gute Map auch von X3D Max ist halt Mirage mit einer 71%igen Winrate. So,
So, 3-0 und Hatschi fängt direkt wieder an. Astralis auf der Suche nach Stabilität in dieser Partie sehr, sehr früh. Aber da wird gut zurückgeschossen, besonders David P. kommt über Ladder Room durch. Kann mit der Galil erstmal den Raum da einnehmen. So, und Magist, der ist jetzt gefragt. So, kann hier eingreifen, zweiten gibt's hinterher. Tja, und da lebt Astralis. Schönes Backup von Device und dann passt man auf mit Dupree auf dem B-Spot. Damit die erste Runde. Tja, und für Astralis die Antwort auf den kleinen, starken Start von X3D Max. So, Smoke kommt rein. Die gibt ihnen sehr viel Mittelkontrolle. Und Magist muss wieder als Ankerspieler sein Zolt erfüllen. So, Hachi hat sich da durchgeschummelt, ist aber auch nur mit einem Spieler in Konfrontation geraten. Clave wartet nochmal an der Kante, zieht sich instant zurück, also übertreibt sie nicht. Und dann ist Zipex da. Zipex mit dem ersten, zweiten und den dritten will er noch nicht haben. Den verschont er nochmal und dann ist noch Macker. So, das ist zu viel für ihn. Da steht er komplett sperrangelweit offen auf dem Spot. 2-3. So, ist Mirage die schlechteste Map? Theoretisch schon. Sie haben sie halt nur zweimal gespielt in den letzten Monaten. In den letzten drei. So, aber Astralis hat trotzdem ein gutes Gleichgewicht und kann Mirage auch spielen. Geht nach vorne, versucht hier rauszukommen, irgendwie als Wasserfall zu interagieren. Magist drückt hier durch das 4K, geht auf sein Konto, letzter Spieler ist oben im Haus und das ist nur noch Logan. So, Magist will das Ace haben. Ich rieche es doch förmlich. Guck dir an, wie er hinterher geiert. Da wird aber auch komplett kaputt gebombt mit Granaten fast. So. Und Device aimt hier schon an der Kante an. Es geht für Logan nochmal ein Stück nach vorne mit der Deagle mit 14 HP. Da kann er nicht mehr viel machen. Das sind noch 47 Sekunden. Also der Wasserfall funktioniert nicht. So, und Device aimt hier gut an und damit ist die Runde vorbei. 4K. Bombejisk. Also die Ankerspielerposition kann er hier mit Bravour erfüllen. So, damit die Runde erledigt. 3-3. So, für Astralis nimmt das doch nach der verlorenen Pistole einen sehr guten Lauf. So, sie gehen als Favorit hier rein, das dürfen wir nicht vergessen. Eigentlich für Astralis der absolute Pflichtsieg. Und eigentlich auch ein einstelliges Ergebnis. Das sollte eigentlich der Anspruch sein. So, aber wir haben gesehen, X3D Max hat gezeigt, dass sie zumindest ein bisschen zurückschießen können. Und vom Aiming her sind sie auch gerade nicht die schlechtesten auf dem Server. So, erstmal wieder gut Schaden verteilt. X3D Max geht erstmal mit dem dicken Nachteil bei Jinx und Hachi ins Rennen. Das Rex auf Information einmal kurz reingeboostet. Vor B wartet man. Device kriegt jetzt die Information. Steht aber schon zur Zweitrichtung kurz bereit. Das ist natürlich ideal für Astralis, um B-Spot direkt auch mit drei Leuten gut zu machen. So, ganz so sicher ist man sich aber hier noch nicht, wo die Reise hingeht. Auch bei Astralis bleibt man erstmal sehr, sehr ruhig. Geht Richtung Ladder Room. Stabilisiert jetzt den Spot Richtung B. Versucht sich da ein bisschen zu verstärken.
Und für 3D Max geht es nochmal über die Mitte. Man möchte hier den A-Split nochmal an. Und Clave, der steht bereit. Richtung Kurz wird nochmal reingeschaut von den Franzosen. Richtung Fenster. Geht's nach vorne. Vorne wird die Ecke gecheckt und Hachi kümmert sich drum. Damit ist es Dupree. Versucht anzusetzen. Midges kann nochmal einen drauflegen. Trotzdem ist CT erstmal gefallen. Für Astralis geht's in den Retake. Und Hachi steht schon. Puh, okay, alles klar. So, Sipex gewohnt stark. Device wartet auf seine Möglichkeit, dass sich da was Richtung CT zeigt. 3 gegen 2 Situation. Die Bombe ist geplantet. So, bisher kriegt Dupree hier noch keine weiteren Informationen. Die Flashbang ist super. Flashbang ist so gut von Astralis. Dann ist noch ein Macker Richtung Side. Und er müsste jetzt hier im 3 gegen 1 komplett eskalieren. So, ist bekannt, das Duell gewinnt Sipex und damit ist die Runde auch vorbei. 4 zu 3. So, da wurde nochmal gefragt, was diese Geräte auf dem Tisch sind. Das sind so Handwärmer. Und ich glaube, APZenk hat auch einen Link reingepostet. Gar nicht so billig, das Gerät. Reicht da kann man doch nur eine UV-Lampe nehmen. Es erfüllt auch seinen Zweck. Einfach so eine Rotlichtlampe. Ist auch gut für die Muskulatur. Also es gibt mehrere Möglichkeiten. Sich die Hände, die Toucher aufzuwärmen. So, es geht Richtung B drauf. Zack, da steht das Kreuzfeuer bereit. Dupree lenkt ab. Der Spieler hinten an der Bank wartet. So, und das war's. Runde vorbei. 5 zu 3. Astralis. Tja, wie gewohnt stark. Wie gewohnt. Als Favorit in dieser Partie. Und wie gewohnt lassen sie kaum Fehler zu. So, wieder der Versuch, über die Mitte anzuspielen. So, Device steht bereit, muss da ein bisschen aufpassen. Da ist schon unglaublich viel Raum für 3D Max ins Land gegangen. So, versuchen in den Ladder Room reinzukommen. Auch diesen Raum erst um Jinx dann auch zu halten. Logan wartet oben Richtung Häuslein. Richtung Palace. So, und Midges diesmal im Shadow. Auch hier ein Positionswechsel. Schöner Kill von Logan, ey. Da hat der Magist komplett weggesnackt. So, Clave ist aber schon da. Trotzdem die Lücke Richtung A kann erstmal aufgerissen werden. Wie möchte sich 3D Max jetzt darauf festlegen? B-Spot. Erstmal defensiv am Halten. Also man möchte auf B kommen. Zwischenzeitlich hat Astralis wieder umgestellt. Einen hat man Richtung Jungle durchbekommen. So, Ladder Room versucht über Kurz mit einzugreifen. Dupree hält erstmal gegen an AWP Nummer 1. Device schaut Richtung Kurz. Dupree lebt halt immer noch. David P. ist aber im Rücken. Und das ist super bitter. Jetzt wird Dupree hier eingekesselt. Schöner Kill von Dupree. Den hat er auch noch gesehen. Muss aber aufpassen, der wird jetzt hier eingekesselt. Nämlich der Rest hinterhergezogen. Trotzdem, das ist super viel Zeit, die Dupree rausholen kann. Trotzdem, 2 gegen 1 Situation für Sipex. Und das ist Klatschminister. Der schafft alles am Ende. Die Granate fliegt rein, der Schaden sitzt. Und damit muss er nur noch die letzten Spieler finden. So, wo ist der hin? So, hat nochmal Granaten bekommen. So, David P. kann sich hier durchschummeln. Der Mann, der die Eröffnung findet Richtung Kitchen, hat die Partie in der Hand. So, jetzt hat er ihn gesehen. Springt hier durch. Sollte David P. auch auf dem Schirm. Springt hier nochmal rein. Und jetzt kommt es auf den Headshot an. Einfach nur den Headshot gegen David P. Oder David P. mit dem Kill auf den Buddy. Und es ist David P., der es für sich entscheidet. BVB. Ole. Richtig Runde.
für die Jungs von 3D Max. So, 5 zu 4. Astralis wird auf Mirage ein wenig hier herausgefordert. Pistol Round verloren. Nachfolgerunden gibt es auch für X3D Max. Und am Ende sogar eine Waffenrunde. Trotzdem, das Geld bleibt erstmal bei Astralis so weit, dass man hier in die Runde reinkaufen kann. Auch in der nächsten noch einigermaßen gut Geld hat, mit dem man arbeiten könnte. So, und 3D Max suchte die Eröffnung an der Rampe. Und scheitert hier. So, man baut sich auf. Und zwar für A. So, da gibt es den Execute. Einer könnte noch verzögert über den Underpass kommen. Oder Richtung B. Und die Position über Macker. Trotzdem, es geht sehr weit nach vorne. Smoke liegt so, dass man die Bombe auch darin planten kann. Magist versucht hier so ein bisschen zu pre-firen. Trotzdem geht es mit dem Retake für die Dänen. So, Macker geht nach vorne. Wird hier nochmal angeaimt und wird am Ende auch erfolgreich sein, dass er Dupree da rausnehmen kann. Somit hat man AWP, die über kurz kommt und die Bombe liegt sogar halt teilweise für die AWP. Und Macker macht hier weiter. Ganz untypischer Move. Device muss ihn jetzt absmoken. Und die Runde für Astralis ist so gut wie weg. Und hauptsächlich Macker, der hier gerade mit einem 3K komplett eskaliert ist. So, und dann war's das. Die Runde ist vorbei. 3D Max geht auf 5. So, da wird erstmal geklatscht. Ein bisschen die Faust gegeben. Yes. Also, guter Start. Mal gucken, ob man das Momentum jetzt auf der Seite von X3D Max halten kann. So, 5 zu 5. Geld ist nochmal da für Astralis. Jinx hat ordentlich gefressen. Zypex kommt nochmal um die Ecke. Magist hält erstmal die Mitte zusammen mit Device. Der schaut Richtung Underpass. Das Spiel von 3D Max ist wieder sehr kompakt und zwar erstmal Richtung B und Richtung Underpass. So, da könnte Device einen leichten Kill bekommen. So, der nimmt so an. Sobald er da was sieht, wird er drauf schießen. Kann ihn aber nur anschießen. So, da geht man zurück, da hat man keine Lust mehr auf Device in der Mitte. So, Dupree wechselt zwischenzeitlich die Position und damit der B-Spot wieder halbwegs offen. So, man kann natürlich sehr schnell wieder mit zwei Leuten das Ding dicht machen. 3D Max wartet drauf, dass Astralis hier den ersten Offensivpush wagt. Vor A oder B. Da gibt es aber erstmal nichts. Ja, Astralis ist darauf eingestellt, dass hier immer noch was Richtung B kommen kann. Man geht nochmal zurück Richtung B. Also, die Gleise sind gelegt. Es soll der B-Spot sein. So, und da steht man schon mit zwei Leuten wieder bereit. So, Scout bei Zypex. Magist fängt an, erstmal hier zusammen mit Dupree zu arbeiten. Das sieht doch ganz gut aus. Zypex muss dann glauben. Die Verteidigung steht aber hier. Dupree am Ende mit dem 3K. Und es ist noch Macker an der AWP.
Und das war's. Da macht Magist von hinten dicht und die Runde ist vorbei. 6 zu 5. Da findet Astralis schnell wieder die Antwort. So, 6 zu 5 für Astralis, natürlich jetzt die Kehrwende, das Geld oben zu halten. Topspawn kann nicht genutzt werden von Maka. Ah, das war wieder stark von Astralis. Also, ein sehr guter Spothold, der am Ende auch belohnt wird. So, die Frage ist, kommen sie hier mit einem Execute vielleicht nochmal einen Ticken weiter nach vorne bei 3D Max? So, 5 Runden ist schon mal kein schlechtes Ergebnis. Astralis kann sich aber immer wacker in dieser Partie den kleinen, aber feinen Vorteil sichern. Magist wartet Richtung Side. Wie gut ist das Time von Magist? Zusammen mit Glaive scheint das hier wie ein Uhrwerk zu funktionieren. Das Backup ist da. Glaive passt auf. Und das war's. Sie kommen hier nicht durch. Der A-Spot bleibt einfach verschlossen. Für immer und ewig. 7 zu 5. Heißt für Astralis erstmal der Vorteil in der Hälfte. Der ist sogar sehr, sehr ordentlich. So, also. Hier nochmal der Draufgang auf den A-Spot. Man versucht die Bombe irgendwie nochmal durchzubringen. Ja. Die Bombe hat man bekommen, aber trotzdem steht Astralis hier wieder 1 und nimmt die Runde einfach auseinander. Also, das war's. Und damit vorbei. Und damit auch wieder Astralis mit einem Punkt auf dem Scoreboard. Also für Astralis die 14. Runde. Magista sehr weit vorne. Sie versuchen den Raum Richtung Mitte abzublocken. Und da stehen sie bereit. Die Smoke gibt hier Magista sogar sehr gutes Timing, dass er da durchdrücken kann mit Dupree zusammen. Weil er kann Maka zumindest den Frag nochmal setzen. Trotzdem ist es eine frühe 3 gegen 4 Situation. Für Astralis wirkt das gerade wieder wie ein Spielchen, wo sie den Gegner so ein bisschen diktieren können. Immer wieder die Antwort parat, immer wieder schnelles Adaptieren des Gegners. Extra D-Max. Hat ja auch recht eine Mammutaufgabe. Man traut sich auch sehr viel. Sieht man dann auch hier bei Clave. Der direkt mal sehr, sehr viel Raum einnimmt. Ja, und dann am Ende sogar noch locker flockig das Duell gewinnt. Als wäre es das Einfachste der Welt in dem Moment. So, dann ist nur Maka und Logan und die haben schon ordentlich Schaden gefressen. Also Astralis kommt hier zur Zeit ihrer Favoritenrolle doch sehr gut hinterher. So, Double Digits sind auf jeden Fall drinne. Nachdem 3D Max es geschafft hat, wie gesagt, diese Pistol Round zu gewinnen, es geschafft hat, nochmal eine Waffenrunde für sich zu entscheiden. Nach der kleinen Winstreak von Astralis von 5 Runden macht man sogar eine Nachfolgerunde draus. Und danach fängt Astralis direkt wieder mit 4 Runden an, den Takt hier vorzugeben. Ja, und da ist auch die vierte
die vierte Runde in Folge wieder. Wird natürlich auch den User-Bonus bei Extra D-Max, aber trotzdem, sie kriegen keine Runde. Und damit geht Astralis auf 9 und wir haben die letzte der ersten Hälfte. Von Astralis, der versucht nach vorne zu kommen. Diesmal ist es David P., der gegenhalten kann. Schneller Push Richtung Underpass. Sieht auf jeden Fall nicht so erfolgreich aus. Damit eine 3 gegen 4 Situation. Die Weiß zieht sich zurück. Sie haben sehr viel Raum verloren. Sie sind ein großes Risiko eingegangen. Aber am Ende ist der Raum nicht vorhanden. Bei denen kann sich X3D Max durch den Double Kill mit David P. sogar sehr gut sichern. Aber das Timing oder beziehungsweise das Feingefühl könnte von Magist hier perfekt sein. Er geht nämlich runter an die Rampe und sie bauen sich gerade für einen Execute auf. Der Schatten schaut raus. Magist sucht weiter in das Duell, kommt hier nochmal um die Ecke, zieht sich zurück. Ja, andere Spieler hätten da gehalten. Magist macht's auf extreme Nummer sicher. Und jetzt merken sie, okay, der B-Spot ist frei. Und dann könnte die Bombe nochmal rüber rotieren. Bei 5 Sekunden alles möglich. So, Flashbang kommt, Bombe geht rüber. Einen lässt man stehen an der Rampe, das Macker mit der AWP. So, mal gucken, ob man David P. hier auf dem Schirm hat. Nee, das wird's nicht sein. Und dann bricht die Runde zusammen. Es liegt an Device. So, die Bombe wird jetzt durchmarschieren. Und nachdem David P. den Raum Richtung Kitchen eingenommen hat, wird man sich auch zu 100% sicher sein, dass die Bombe auf B. auch gelegt wird. So, wie will der Weiß das noch schaffen? Einer Richtung kurz, einer oben im Haus. Die Bombe liegt komplett offen für die Kurzposition. Molotov kommt gut rein, wird einmal angefaked. Damit ziehen sie raus. Gemeinsam wollen sie einfach nur auf Zeit spielen. Es ist die letzte Runde. Es ist egal, ob sie Waffen durchbringen oder nicht. Es soll einfach nur die Runde sein. 9 zu 6. Damit gehen wir eine ganz kurze Pause. Und sind gleich wieder da. Zwischen Astralis und X3D Max. Bleibt dran. Hier live auf 99 Damage mit Halbzeit Nummer 2.
Damit, meine Damen und Herren, herzlich willkommen zurück. Nach einer kurzen Pause geht es hier weiter mit Astralis gegen X3D Max. Astralis, wie gewohnt, stark am Präsentieren. Jetzt heißt es, das Ergebnis auszutragen. Aber 3D Max schlummert so ein bisschen, dass der Wille, sich am Ende gegebenenfalls hier gegen Astralis durchzusetzen. Jetzt eine starke CT-Seite, vielleicht eine gewonnene Pistol Round. Und schon bist du wieder schnell in der Partie drinne. Lassen wir uns überraschen. Auf jeden Fall, es geht weiter. Pistol Round bei Astralis. Gewohnt mit sehr viel Equipment. P250 hat man auch dabei. Und zwar zweimal. Einmal bei Magist, einmal bei Cipex. So, damit geht's nach vorne. Erstes Equipment wird rausgefeuert. Es geht über kurz. Schneller Tempowechsel. Über die Apps. Und über die Mitte. Und da wird jetzt Hachi einiges anrichten müssen an Schaden. Setzt einen Headshot. Am Ende ist es Device, der hier den Refrag setzen kann. 3 gegen 3 Situation. So, und hier muss man das Duell Richtung kurz gewinnen. Damit sieht es um einiges leichter aus. David P. ist damit down. Sie können nur noch die Küche kommen. So, da verliert Zipex sein Duell. Damit 2 gegen 2. Die Zeit läuft gegen 3D Max. Jo, Magist macht da weiter, wo er aufgehört hat. Zweiten will er auch noch haben. Nicht nur auf A stark, sondern auch auf B daheim. So, Bombe liegt aber Richtung kurz. Das heißt, Logan muss das Duell suchen gegen einen der beiden, dass er zumindest ein bisschen Druck von den Schultern nehmen kann. Aber da wird er im Kreuzfeuer in die Mangel genommen und die Presse drückt zu. Da wird er ausgedruckt. Ausgedrückt wie eine... wie eine Orange. Jo, und damit ist es geschehen. Runde vorbei. Und Astralis direkt am Drücker. 10. Double Digits erreicht. 3D Max bleibt erstmal auf 6. So, damit hat man natürlich jetzt einen wunderbaren Vorteil. Es ist der Force Buy. So, der kann schnell, sehr schnell nach hinten losgehen. Dann sind es nämlich 12 Runden schon mal safe für Astralis. Und wenn sie dann noch ihre Waffenrunde verlieren, dann werden es schon 13. Und dann ist der Vorsprung natürlich schon immens. So, es geht nach vorne. Man versucht natürlich sein Glück hier irgendwie offensiv gegenzuhalten. Die Flashbang ein bisschen zu spät reingeflogen. Und damit muss der Spieler sterben. An der Rampe, der eigentlich nach vorne gehen sollte. Weil er war keiner blind von Astralis. So, am Ende bricht das hier wie ein Kartenhaus zusammen. Und damit auch die Runde auf dem Scoreboard. Ah, 10 zu 6 wird ein 11 zu 6. Kostet es, was es wolle. Da wird 3D Max never ever an die Bombe rankommen. Will auch nochmal das Equipment sparen für die darauffolgende Runde. Es muss sowieso gesaved werden. Also Astralis in einer sehr, würde sagen, günstigsten Ausgangssituation, die Map Nummer 1 zu gewinnen und damit auch den Pick von X3D Max. Danach wird es auf Nuke gehen. Mal gucken, ob da X3D Max so ein bisschen das Astralis ankratzen kann. Vielleicht sogar die Winstreak beenden kann. Aber ich sehe auf Nuke, ich würde sagen, wenn wir realistisch sind, keine großen Chancen. Jetzt wirklich, also Astralis hat schon ewig kein Nuke mehr verloren. Und besonders auf LAN. Seit über mehr als einem Jahr nicht geschlagen worden. Das musst du dir mal, das musst du dir mal geben. Astralis ist einfach unschlagbar zurzeit. Und das wird schon hart. Das wird sehr, sehr, sehr hart für X3D Max. Klar, sie haben ganz gute Ergebnisse eingefahren auf Nuke.
wenn wir uns ganz kurz die Nuke-Statistik vor Augen führen. Prozentige Winrate, haben gegen Virtus Pro mit 1917 gewonnen, haben gegen Forts mit 1610 gewonnen, haben gegen Windigo mit 1609 gewonnen, gegen Pro 100 mit 1614, haben gegen Heroic zwar verloren, dafür aber gegen die Hellraisers gewonnen beim Dreamhack Master Dallas Qualifier und sie haben gegen Tricked verloren. Aber gegen Expert gewonnen. Na? Also da ist ein Hoch an den Tief, man darf bloß nicht vergessen, dass ein... Jetzt erstmal gucken, was die Runde hier noch passiert. Jetzt war ich so in Statistiken vertieft. Dass die Runde hier noch knapp wurde. Genau, wir dürfen aber nicht vergessen, dass die Jungs von Astralis halt auf einem komplett anderen Niveau auch Nuke spielen. Die scheren sich einen Dreck darum, was andere Teams auf Nuke gegen irgendwelche, ja, würde sagen, so T3-Teams abgerissen haben. Es zählt das hier und jetzt und da ist Astralis halt einfach nochmal eine Schippe besser. Nettes Brett gab es am Ende noch von Astralis, nochmal mein Fehler. Ich schreibe mir so ein paar Statistiken auf aus den letzten 3 Monaten in mein schlaues Buch und das musste ich mir gerade mal raussuchen. Weil ich gerade ein bisschen vertieft in meine Krakelschrift. Logan. An der AWP. Erste Waffenrunde für X3D Max. Vielleicht zum Verdienten. Gegebenenfalls. 12 zu 7. Auf jeden Fall ist eine 3 gegen 3 Situation. Spray wird angesetzt. Da kommt man erstmal nicht in den Genuss, die Bombe rauszunehmen. Da müssen sie. Nochmal versuchen, hier gegenzuhalten mit einem Retake. Aber das sieht sehr schlecht aus. Nur noch Jinx. Der hat versucht, die Bombe rauszunehmen. Aber sein Team ist gescheitert. Auf dem Weg. Astralis. Irgendwie unter Druck zu setzen. Zwar sehr viel Schaden dagegen. Play von Zipex. Oh, guck mal, da geht man sogar noch hinterher. Das ist frech. Das ist sehr frech. Und Jinx versucht jetzt die AWP hier durchzubringen. So, das hat man gehört. Jetzt wird schon geprefight. Er macht sogar noch den Kill. Sehr stark. Ja, aber da steht Clay schon breit. 13. Runde für Astralis. Ende noch ein bisschen Schaden. Aber keine AWP. So, X3D Max steht in der Mitte bereit, versucht etwas aggressiver Richtung Rampe aufzubauen. Wir sehen, es sind nur Pistolen und wie schon erwähnt, Astralis hat jetzt eine sehr gute Ausgangssituation. Sie haben diese Waffenrunde gewonnen, damit 13 Runden auf dem Konto und damit die Möglichkeit natürlich auch 14 aufzubauen. So, von David P. gibt es hier nochmal die Antwort. Macker muss dran glauben, aber die Waffe, die kann man auf jeden Fall hier holen. Kevlar hat man auch, was natürlich nie verkehrt ist, wenn man eine AK in den Händen hat. So, wie kann man in solche Teams reinkommen? Dafür musst du kein Global sein, mein Freund. Nein, das ist viel Arbeit über die Faceit Pro League zum Beispiel. Du machst dir halt einen Namen. Manchmal kommen dann Teams zusammen. Das ist der eine Weg. Aus der Pro League formt sich vielleicht irgendein Mixteam, die dann halt auch sehr aktiv sich präsentieren und sehr gute Leistungen zeigen. Manchmal wirst du halt von irgendeinem Pro entdeckt, der dann sagt, okay, der hält was von dir. Es gibt mehrere Möglichkeiten, aber FPL ist immer ein guter Start. Doch, bei 7. Da kann man sich auf jeden Fall einen Namen machen. Aber es sind halt auch die guten Kontakte, die ihm erzählen. Ne? Kontakte sind immer wichtig. Bisschen Vitamin C. Und ja, wie gesagt, es gibt auch ein paar Spieler, die aus der Pro League natürlich dann noch rauskommen. So Nuki von jetzt aktuell Hellraisers hat sie ja damals zusammen mit Esperanto dann einen Namen gemacht. Tja, und dann ist man irgendwann auf ihn aufmerksam geworden. Ne? So läuft das dann im Leben.
Aber wie gesagt, es geht auch viel um Kontakte, wenn zum Beispiel ein NBK viel von einem jungen Spieler aus Frankreich hält, dann hast du es da natürlich auch ein bisschen leichter, einen Weg in die Pro-Szene zu finden. So, taktische Pause, Timeout bei 3D Max, 16 zu 14. Tja, es nimmt hier keinen guten Weg für die Jungs von der Traditionsorganisation 3D Max, die ja auch schon auf dem Major vertreten war. Schon das ein oder andere Mal gute Lineups zur Verfügung gestellt hatten, dann endlich mit einem French Lineup wieder durchstarten wollten. Das ist jetzt leider weg. Und damit hat man hier erstmal das extra D-Max am Start. Naja, vielleicht gibt es ja eine neue Organisation, wenn man sich hier für die nächste Gruppe qualifiziert. Why not? Dann könnte doch vielleicht der ein oder andere Sponsor anklopfen. Wer weiß. Na? Wer weiß, was da in Zukunft auf sie zukommt. Also, 14 zu 6, das Ergebnis. Dupree, die kommen jetzt übers Haus, suchen die Aim-Duelle. Würden auch die erste Öffnung finden. Und Glaive gammelt hier Richtung Connector. Langsam aber sicher nach vorne. So, faltet sich hier durch. Prefire passt super. Damit hat Glaive auch den ersten gefunden. Und damit den Raum frei gemacht. Also Jungle und Connector gehört ihnen. Damit kann man das Tempo jetzt anziehen. Eine Smoke, um sie zu besiegen. Und die Bombe komplett offen zu legen, in Zusammenarbeit mit dem Spieler oben auf der Box. Trotzdem liegt man hier nochmal eine Smoke hin auf Nummer sicher. Ist auch besser so, weil Hachi mit der AWP Richtung kurz steht. So, und das Astralis macht hier die Schotten direkt dicht. Die Bombe liegt halt super günstig für sie. Extra D-Max findet hier keinen Weg, nochmal in Retake zu kommen. Das wird der Matchpoint. Beziehungsweise Mapball. Für die Jungs von Astralis kostet es, was es will. Man kann nicht mehr viel anrichten können. Zusammen mit seinem Team. Die Zeit läuft gegen sie. Und da kann man nur die Doppel-AWP safen. So, was man will, das schafft man. Außer man hat keine Veranlagung für Ego-Shooter. Ein bisschen Talent gehört auf jeden Fall dazu. Aber trotzdem, das Glück halt am Ende bei einem großen Top-Team zu spielen und davon Vollzeit zu leben, das ist eher gering. Das ist das Gleiche wie beim Stream. Wer denkt, der kann auf Twitch mal schnell ein bisschen Kohle machen, der ist da leider fehl am Platz. Das ist auch nur ein ganz kleiner Teil, der davon leben kann. So, 15 zu 6. Es geht in die richtige Richtung für Astralis. Und zwar in den Sieg gegen Extra D-Max. So, diese Nummer am Force-Buy. So, Magist. Ab geht's nach vorne. Zack, das Aiming passt. Magist da direkt zusammen mit Dupree. Kurz und schmerzlos fährt man hier drüber. 3D-Max zeigt zumindest das Potenzial, am Anfang ein bisschen gegenzuschießen. Aber ansonsten war das hier eine einfache Partie für die Jungs von Astralis. Muss man einfach sagen. Eine einzige mickrige Runde konnte man am Ende nochmal holen, die 15. Aber hier auf T-Seite ist Astralis rübergefahren und was man auch noch geschafft hat, kurze Nachfolgerunde zu setzen in der Mitte der ersten Hälfte und die Pistol zu holen. Aber das war's, das sah sehr blass aus, da merkt man einfach, dass Astralis hier auf einem anderen Level spielt. Und damit hat man sich hier den ersten Pflichtsieg geholt bei Astralis. Wir machen jetzt gleich eine ganz kurze Pause. Freuen uns dann auf Partie 2. Und wenn Mirage schon ja, einigermaßen eindeutig wird, dann wissen wir ganz genau, was uns gleich erwartet
auf Nuke. Das wird wahrscheinlich ein Schlachtfest. Aber vielleicht hat 3D Max noch das ein oder andere Ründchen oder die ein oder andere Taktik im Petto. Da lassen wir uns überraschen. Ansonsten haben wir heute einen schnellen Abend und dann könnt ihr morgen mit Deathray den nächsten Tag mit Big genießen. Und am Donnerstag mit Venom. Also ich bin dann erstmal die nächsten beiden Tage weg und ja, dann haben wir vielleicht heute nur ein kurzes Vergnügen. Lassen wir aber uns einfach mal überraschen. Wir gehen jetzt eine ganz kurze Pause und gleich wieder da. Hier live auf 9 Damage mit Astralis gegen X3D Max. Bleibt dran, bis gleich.